die Grillzwerge noch amtierender Bandloskönig. Die Männer hier, die sich Grillzwerge nennen. Du wirst nachher leider hier oben sein und auch abdanken müssen für die letzten 4 Jahre. 2 Jahre gewählt, 2 Jahre für eine Krankheit gemacht, wollen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem, du gibst den Kampf wieder an heute. Ja. Bartloskönig zu werden, du hast Konkurrenz ohne Ende. Taschentücher gibt es. Danke. Ja, aber trotzdem, Norbert, das ist noch so. Vielleicht noch 2 kurze Sätze. Mir bleibt. Ich kann einfach nicht sagen, es war eine wunderschöne Zeit. Aber die ist erstmal jetzt für. Wir kämpfen, wir tun alles Mögliche, um den Titel wieder zu erringen. Nomi, du kannst das nur symbolisch dahinterlegen. Du bist demzufolge jetzt kein Thüringer Bratwurstkönig mehr. Ist so leicht. Du bist jetzt nur noch ein Bratwurstesser. Jetzt gehen Sie an Ihre Stände. Richtig. Mal, bevor dann der Stadtschuss fällt. Wenn das Holz nicht getränkt ist. Irgend so ein Quirl. Er hat ihn hier. Er ist eigentlich viel, viel größer. Willst du was dazu sagen? Also im Original ist es ungefähr 2 Meter lang und 1 Meter tief. Und der Hintergrund da ist, wir kochen den Mousse noch ganz traditionell im großen Waschkessel, so wie das unsere Großeltern früher gemacht haben. Und damit das nicht anbrennt, steht man den ganzen Tag und rührt und rührt und rührt. Weil wenn der Mousse angebrannt ist, schmeckt er nicht mehr. Für dich wird es schwer heute, glaube ich, oder? Ich bin auf alles vorbereitet. Also wir sind auf alles vorbereitet. Meine Grillzwerge und ich. Ich bin auch wieder Grillzwerg geworden. Also der Zwerg hat immer die ganze Zeit in mir gelebt. Also es ist ein schönes Gefühl, auch Grillzwerg zu sein. Ja, Bratwurstkönig ist eigentlich ein, der Olymp der Bratwurst mit, aber natürlich auch mit den Grillzwergen im Rücken, macht das noch viel, viel mehr Spaß. Dass du ja über 100 Veranstaltungen in einem Jahr gemacht hast. Ja, also das Weiteste war bis an der ukrainischen Grenze schon vor vielen Jahren. War ich in einem Kloster zugange. Also das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Also viele, viele tausende Kilometer sind wir auch gefahren. 3, 2, 1. Lumbi! Das ist jetzt der sogenannte Anzündzwerg. Und dann, wenn das erstmal. Ja, es brennt. Es brennt. Und dann kommt dieses ehemalige Butterfass drauf. Das ehemalige Butterfass haben wir umkonstruiert als Kamin zu. Wir sind total verspielte Jungs, die Man in Black. In ihrem hohen Alter, mein Durchschnittsalter, sag ich mal, 200 Jahre, was wir mindestens haben. Und dann wird man ja auch vielleicht wieder so ein bisschen kindisch. Das ist die eine Seite. Aber der Begriff verspielt weist auch etwas darauf hin, wir spielen selber gerne mit Musikinstrumenten. Mein Magen, der knurrt wirklich schrecklich. Mein Magen, der ist ja noch leer. Mein Magen, der knurrt wirklich schrecklich. Da muss ja was Handfestes gehen. Bringt mir ne Thüringer Bratwurst vom Rost, vom Rost. Bringt mir ne Thüringer Bratwurst vom Rost. 3, 2, 1. Nicht pusten, Leute. Ja,
Auf dem Grill hat man bis jetzt ein halbes Schwein und eine Kuh, aber sie ist schon wieder aus mittlerweile, wie man sieht. Ansonsten, es gab viel Bier. Wir haben viele Jahre geübt, wir mittlerweile 4 Jahre. Und wir hoffen, dass wir das Ding heute rocken. Ich war damals einsam, hielt von Liebe nicht so viel. Wunderschön organisiert, jetzt geht das doch ganz so los hier mit Feuerwerk. Das ist meine Frau, Silke. Heißt Reusbar. Ja. Und das ist Silvia, die schwarze Bärskönigin aus Tschechien. 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl, gleich an 4 Ecken, ne? Uni. Zack, zack. Ach so, aber jetzt, ja, das ist das süße Platz, was geht das hier? Wenn du dann in die Wurst beißt, dann ist die so richtig saftig. Mit entweder Ketchup, das gehört nicht rein. Wir sind zu euch gekommen, um euch heute den besten Duft unseres Landes zu springen. Den Duft unserer Thüringer Bratwurst. Nämlich, das ist ein ausgezeichneter Duft. Es geht nichts über diesen Duft. Wir haben extra eine Bratwurst, eine Duftauffanganlage geschaffen und diese kleinen Duftbäumchen für uns damit imprägniert. Mit unserer Thüringer Bratwurst. Und wir haben den Wohlgeschmack dieser Thüringer Bratwurst, wie ich schon erwähnte, hinausgetragen zu den Völkern dieser Welt, auch nach Bayern. Viel Power sind wir Bienen auf der Lauer. Mit viel Summ, Summ, Summ drehen wir die Bratwurst um. Bratwurst essen, das ist ein großes Fest. Aber dass ihr ja den Honig nicht vergesst. So fliegen wir von Rost zu Rost und liegen auf der Lauer. Denn die Bratwurst gibt uns Bienenpower! Den 6. Platz haben die Faulunger Moosrücken. Komm mal bitte vor. Und ja, und den 5. den habe ich jetzt in der Hand. Den hast du jetzt. Das sind die Bratsblöd Bratwurstprinzen vom ZCC. Ja, da einen herzlichen Applaus. Auf die Bühne bitte. Kommt mit vor. Wollt ihr das den 4. noch ansagen? Der 4. Platz, Man in Black. Für den 4. Platz, herzlichen Glückwunsch, kommt bitte auf, vor, dass wir euch auch nochmal gratulieren können. Auch hier eure Urkunde. Und hier drüben stehen dann die Preise, die ihr auch bekommt. Es ist ein wunderschönes Wurst-Getränkepaket. So, und ich habe jetzt noch die Urkunde für unsere Bratsblöden, Bratwurstprinzen. Ja, die hast du euch. Herzlichen Glückwunsch, Pierre. Dankeschön. Du kommst mal mit rüber, du nimmst die Preise in Empfang und du auch.
Den dritten Platz, lieber Rudi, komm mal hier vor. Haben gewonnen die Grillbienen. Wow! Grillbienen! Dankeschön. Hier vorne steht schon euer meine Preis. Liebe Drohne. Herzlichen Glückwunsch euch dreien, euch vier. Die Drohne auch. Drohne gehört auch dazu. Super gemacht, super gekämpft. Ihr seid das fünfte Mal dabei. Also, los. Bratwurstkönig ist, noch nicht sagen, noch nicht sagen. Wir sind beim Machen erst den zweiten. Wir sind beim zweiten. Die Grills ist das. 14.04 hat den zweiten Platz belegt. Mein herzlichen Glückwunsch. Mein herzlichen, alles Gute. Mein herzlichen Glückwunsch. Super gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und auch dir meinen herzlichen Glückwunsch. So. So, hier ist euer Preis und natürlich gibt es noch was von unserer Frau vom Tyrus. Einen wunderschönen Grill dazu. Ja, Rudi, jetzt haben wir den zweiten hier wunderbar präsentiert. Nun bleibt uns ja nur noch eins, den ersten zu verkünden. Ja, ich glaube, da brauchen wir gar keine Urkunde. Da brauchen wir gar nicht mehr groß reden. Und wir brauchen euch nicht voll der Spann. Ihr wisst alle, wer es ist, dort stehen sie. Die Sula Grillzwerge haben den Rest uns was. Nochmal! Glückwunsch! Und ihr auch! Hallo, mein Glückwunsch! Ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass es die Gelben geworden sind. Wenn das die Schwarzen mit der weißen Mütze geworden wäre, stellt euch mal das vor als Bratwurstkönigin. Ich glaube, euch brauche ich auch nicht fragen. Ihr seid in 2 Jahren auch wieder dabei. Natürlich, das wusste ich. Der achte Thüringer Bratwurstkönig ist gekürt. Es ist unser Norbert Abt. Herzlichen Glückwunsch, der Bratwurstkönig. Ja! Hoch lebe unsere Thüringer Bratwurst, die Lebe! Hoch! 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 Ja, ich sage einfach ja. Ich bin so aufgeregt. Und ich bin, es ist ein Stein von uns allen Vieren gefallen. Ja. Es war sehr spannend. Esst Bratwürste und kommt in 2 Jahren wieder. Ich freue mich. Wir möchten uns jetzt von euch recht herzlich verabschieden. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Das ist einmal der Andi und einmal der Rudi.